Sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Tumormarker prä- und postoperativ. Heute zu diesem Schwerpunkt Labor ein ganz wichtiges Thema auch für Thyreologen. Ich möchte mit ein paar ganz allgemein philosophischen Ansätzen anfangen. Was erwarten wir uns von einem Tumormarker? Er soll spezifisch sein, die Höhe soll möglichst korrelieren mit der Tumorgröße, aber nicht mit anderen Faktoren. Ich soll Gesunde von Kranken auseinanderhalten können und bereits bei Mikrometastasen will ich den Tumor erkennen durch diesen Tumormarker. Und auch ein Rezidiv will ich erkennen, lange bevor es klinisch in Erscheinung tritt. Die Einsatzgebiete Screening, Monitoring des Verlaufs, bei der Schilddrüse die Diagnose nicht, weil Biopsie ist ja bei uns eigentlich immer möglich. Und dann auch noch die Beurteilung des biologischen Verhaltens und der Prognose. Ich möchte mit einem Tumormarker anfangen, den Sie alle kennen, den jeder ungefähr weiß, wie er ihn werten muss, den es schon lange gibt und wo man eigentlich keine so richtige Freude hat. Karzinoembryonales Antigen, 1965 wurde es erst beschrieben, ein großes Molekül, ein komplexes Glykoprotein mit der Plasmamembran von Tumorzellen assoziiert, wird von dort ins Blut abgegeben und das Ganze ist eigentlich, wie Sie alle wissen, eine ziemlich unspezifische Sache. Ich habe Ihnen hier ein Tier mitgebracht, die gibt es zuhauf, erhöhtes CEA bei 1% der Raucher, ein bisschen erhöht bei 19% der Raucher und bei einer Fülle von nicht malignen Erkrankungen ist das CEA erhöht. Aber für uns ist das CEA trotzdem wichtig. Warum? Ich komme dann später noch drauf. Beim medullären Schilddrüsenkarzinom, bei den American Thyroid Association Recommendations, gibt es die R53. Bei zytologischem Verdacht auf MTC soll man bereits am Anfang CEA bestimmen. Warum? Es kriegt neben der Calcitonin-Doubling-Time, auch diese CEA-Doubling-Time als basale Marker, eine immer größere Bedeutung. Ich weiß, wie schaut das CEA jetzt aus? Wie schaut das CEA aus in einem Jahr? Gibt es da eine Dynamik? Hat es sich verdoppelt? Dafür ist der Tumormarker CEA für uns wichtig. Aber nun komme ich zu etwas, was jeder macht, wo sich jeder interessiert dafür, wo niemand so richtig weiß, wozu es gut ist. 1961 wurde es erstmals beschrieben, es wurde postuliert, dass das irgendwie aus der Nebenschilddrüse kommt. Man hat Hunden Schilddrüsen und Nebenschilddrüsen entnommen und hat geglaubt, das kommt aus den Nebenschilddrüsen. 1967 ist man draufgekommen, das ist aus den parafollikulären Zellen. Man weiß bis heute noch immer nicht, wozu es eigentlich gut ist. Es senkt den Blutkalziumspiegel, ist ein bisschen ein Antagonist zum Parathormon, aber Vergleich zum Parathormon und Vitamin D selbst ist der Effekt eigentlich ziemlich gering. Man kann die Schilddrüse rausschneiden, dann hat man kein Calcitonin mehr, man lebt trotzdem weiter. Man weiß noch immer nicht so recht, was der biologische Sinn des Calcitonins ist. Ich möchte Ihnen hier eine Arbeit vorstellen, die jeder wahrscheinlich kennt von Ihnen. Professor Vierhapper aus Wien hat 1000 Patienten, oder 1062 waren es, die in seiner Schilddrüsenambulanz waren, Calcitonin bestimmt, zuerst basal und dann hat er es stimuliert mit Pentagastrin. Was ist da herausgekommen in diesem Routine-Screening im JCM-Maschinen 1900, waren das 95 oder sind diese Größenordnung? Er hat 6 meduläre Schilddrüsenkarzinome durch dieses biochemische Screening gefunden und er hat auch einige C-Zell-Hyperplasien gefunden. Das sind Vergrößerungen der C-Zellen, wo man auch noch immer nicht weiß, wie soll man es handeln. Ist es was Bösartiges? Ist es nichts? Und das ist nur seine Vorstufe. Daraus hat sich dann eine ganz große Diskussion ergeben, vor allem zwischen Europa und Amerika und auch innerhalb von Europa. Soll man Calcitonin bestimmen? Soll man es routinemäßig bestimmen? Ja oder nein? Die Amerikaner haben es eher nicht gemacht, die Europäer waren eher dafür. Noch immer gibt es heute keine homogene Entscheidung. Es gibt Leute, die sagen, es muss bestimmt werden. Es gibt andere Leute, wir machen das überhaupt nicht. Professor Niederle hat sich das sehr verdient gemacht mit seiner Studiengruppe Multiple Endokrine Neoplasien. Er hat auf Basis des Nichols Diagnostic Essays Kriterien festgelegt, die er versucht hat zu implementieren überall. Es waren klare Kriterien. Wenn das basale Calcitonin über 100 ist, ist es ein medulläres Schilddrüsenkarzinom wahrscheinlich. Wenn es über 10 ist, muss stimuliert werden mit Pentagastrin, um eine Abbaustörung von einer gesteigerten Produktion auseinanderzuhalten. Dieses Tier hier, das habe ich von einem
Vortrag, der 2006 gehalten wurde. Er ist auf dem Server der Uni Düsseldorf noch immer abrufbar. 2006 hat hier Professor Niedel noch gesagt, es must be performed in all patients independent thyroid morphology. Darüber kann man schon streiten. Und er hat auch hier diese Kriterien weiter geplant, weiter formuliert. In der Zwischenzeit ist was passiert, was uns bis heute weiterverfolgt. Wissen Sie, was ein schwarzer Schwan ist? Das ist jetzt in der Wirtschaftstheorie irgendwie ziemlich aktuell. Ein völlig unvorhergehendes Ereignis, wo keiner so richtig sich vorstellen kann, dass das gibt und was dann einfach enorme Konsequenzen hat. Was ist gewesen? Es wurden die Testverfahren verändert. Die Firma Nichols Diagnostic Institute wurde aufgekauft von einer anderen Firma und der Calcitonin-Assay wurde eingestellt. Es gibt nun keinen Goldstandard mehr. Es gibt, worauf verschiedenste Arbeiten gemacht wurden, diesen Assay gibt es nicht mehr. Und das nächste war, es gibt kein Pentagastrin mehr. Das ist jetzt ganz aktuell. In Amerika hat es das nie so richtig gegeben, aber jetzt gibt es das nirgends mehr. Wir haben nun den Goldstandard nicht mehr und wir können nicht mehr stimulieren. Wie hat man sich versucht zu helfen? 2007 im AKH in Wien hat der Professor Biegelmeier die damals vorhandenen Reste des Nickels noch verglichen mit dem DPC. Das war der einzige automatische Test. DPC ist dann von der Firma Immolite aufgekauft worden und dann von der Firma Siemens mit Diasorin und mit Scantibodies. Was ist rausgekommen? Bei Thyroidektomierten misst das DPC kein Calcitonin und es gibt jetzt einen Umrechnungsfaktor, wie man Nickels von Immolite umrechnen kann, 0,8 mal Nickels ungefähr. Diasorin ist, ist der Nickels plus 3,1. Ist 2007 erschienen, da habe lustigerweise ich die Kontrollgruppe zusammengestellt. Für eine Koautorenschaft hat es nicht gereicht, aber so war das halt damals. Jürgen Gratsch, eine Multicenter-Studie aus Deutschland, hat auch den Immolite, den Immolite 2000, den Diasorin und den Mediban verglichen und hat das mit dem Procalcitonin vom Kryptor auch noch verglichen. Und da möchte ich Ihnen jetzt einzelne Punkte vorstellen, weil diese Arbeit nicht so bekannt ist in Österreich und eigentlich für die tägliche Routine sehr relevant ist. Viermal einfrieren oder auftauen des Serums hat keinen Einfluss auf die Laborparameter all dieser Assays. Wenn Sie die Probe 40 Grad kühlen, dann können Sie es zumindest 7 Tage stabil lassen, hat keinen Einfluss. Wenn Sie das Serum in den Kühlschrank stellen, dann finden Sie bei allen Assays bereits nach 6 Stunden eine reduzierte Konzentration. Nach 12 Stunden ist die Konzentration um 23% reduziert und nach 7 Tagen, schauen Sie sich das an, haben Sie dann Hausnummern. Beim Immolite 65%, beim Diasorin 33%, beim Irma ist es um 91% reduziert. Bei Raumtemperatur bleibt die Probe 2 Stunden stabil. Ich glaube, das sollte man, glaube ich, auch bedenken. Ist anders als beim TSH. Verschiedene Assays geben unterschiedliche Konzentrationen an. Wir haben hier gängige Krankheiten. Bei der Hashimoto-Thyreoiditis 1% der Patienten erhöht, beim Immolite, beim LIA 3%, beim IRMA gar nichts. Patienten, die Protonenpumpen einnehmen, zwischen 7% und 32%. Und wenn man so einen bunten Teller an internen Patienten hernimmt, dann hat man zwischen 2% und 26% erhöhte Calcitoninwerte, basal. Nächstes Thema. Die Niereninsuffizienz. Ein Drittel der Nierenpatienten mit Protonenpumpenhemmer hat erhöhte basale Calcitoninwerte und das Ganze korreliert mit der Schwere der Niereninsuffizienz. Sie sehen hier die chronische Niereninsuffizienz, die Dialysepflichtigen und hier vor Nierentransplantation. Haben alle massiv erhöhte basale Calcitoninwerte. Was ist bei den Thyroidektomierten? Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor. Beim Immolite, DPC, jetzt Siemens, sind alle unter der Nachweisgrenze. Der Diasorin misst immerhin bei 97% kein Calcitonin und der IRMA, der misst, ist kein Druckfehler, bei 97% der thyroidektomierten Calcitonin. Unter Pentagastrin-Stimulation gibt es ebenfalls Unterschiede. Der Immolite und der LIA sind höher stimulierbar. Aber was ist wichtig? Unter der Stimulation mit Pentagastrin kann man alle medullären Schilddrüsenkarzinome klar von den Niereninsuffizienten in allen Assays abgrenzen. Jetzt sind wir bei der Stimulation, die es nicht mehr gibt. Bereits in den 80er Jahren, 1980, hat ein Herr Emmerson die drei bekannten Stimulationsmethoden verglichen. Pentagastrin,
Calcium und Whisky. Whisky hat sich nie richtig durchgesetzt, das ist beim Calcium und beim Pentagastrin geblieben. Eigentlich war Pentagastrin eigentlich das, was gemacht wurde. Vor allem in Europa ist es routinemäßig eingesetzt worden. In Amerika war der Zugang ein bisschen anders. Ich komme dann schon später, da hat es Pentagastrin eigentlich nie richtig gegeben. Ich meine, manche haben es dann doch gehabt, aber es war nicht zugelassen. Es war da ein bisschen anderer Zugang. Jetzt gibt es gar nichts mehr. Calcium gibt es noch und Whisky glücklicherweise. Die Patricia Doyle aus der Gruppe von Markus Luster hat, als das Pentagastrin eingestellt wurde, versucht, irgendwie einen Vergleich zwischen Pentagastrin und Calciumstimulation zusammenzustellen, was natürlich schwierig ist, weil man nur wenige Patienten mehr parallel anschauen hat können. Und Sie sehen hier aus dieser Grafik aus dem JCEM, sollten Sie sich die Skala anschauen, die Calciumstimulation ist ungefähr dreimal so hoch wie die Pentagastrinstimulation. Wenn Sie Calciumwerte interpretieren wollen, die müssen dreimal so hoch sein. Das ist die Gruppe von Beck Beckhotz, die Calciumgluconat gegeben hat. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil sie geben an 25 Milligramm pro Kilogramm. Das ist das Zehnfache, was im AKH gegeben wird. Da muss irgendein Rechenfehler oder Druckfehler oder sonst was sein. Und die haben Grenzwerte aufgelegt, die ausgesprochen hoch sind und die bei uns in Österreich eigentlich ein bisschen anders sind. Das ist alles im Moment noch ein bisschen im Fluss. Niemand kann so richtig jetzt noch diese Werte interpretieren. Sie sehen hier auch hier wieder die Skala beachten, die normalen Kontrollen. Sehen Sie, hier haben Calcitoninwerte basal hier unten und stimuliert halt so dreimal so hoch wie beim Pentagastrin 10, 20. Die Red-Gen-Träger haben wesentlich höhere Calcitoninwerte und das persistierende medulläre Schilddrüsenkarzinom lässt sich bis auf 2000 hinauf stimulieren. Das hier soll eine Korrelation zeigen zwischen Pentagastrin und Calcium, die von den Leuten, die es wirklich machen, halt im Moment teilweise doch noch etwas skeptisch gesehen wird. Ich habe dann hier das Protokoll von Professor Gessel und von Professor Krebs aus dem AKH mitgebracht, 2,5 Milligramm pro Kilogramm Calcium, Calciumgluconat über 2 Minuten, am Immolyt wird es gemessen und das maximal stimulierte Calcitonin ist das Grenzwert hier 80 Pikogramm pro Milliliter bei terminaldialysepflichtigen Niereninsuffizienten höher. Tja, das ist der derzeitige Stand der Dinge. Die Testverfahren wurden verändert, es gibt keinen Goldstandard, verschiedene Firmen mit verschiedenen Normalwerten und wir haben kein Pentagastrin mehr. Und es gibt am Horizont künftige Entwicklungen. Vielleicht andere Marker, Calcitonin im Punktat, wie eventuell auch Parathormon im Punktat bei der Nebenschilddrüse. Ist im Moment gerade eine Diskussion, ob das Sinn macht. Andere Bildgebungen, es wurde schon angesprochen, im Ultraschall kann man periphere Nerven darstellen inzwischen. Das hat das Ganze dramatisch verändert, die Dignitätsbeurteilung in der Schilddrüse und wird sie noch weiter verändern. Fluoracin-Dopa, eine PET-Diagnostik, die ebenfalls ausgezeichnet funktioniert für medulläre Schilddrüsenkarzinome, wird hier den diagnostischen Algorithmus wahrscheinlich auch noch weiter verändern. Wir stehen jetzt an einem Wendepunkt, keiner weiß so recht, was man tun soll. Bisschen orientierungslos alles, das ist die Zeit, wo die Gurus kommen, aber glücklicherweise gibt es auch Guidelines. Da sind sie schon, American Thyroid Association Management Guidelines on Medullary Thyroid Cancer. Ich möchte Ihnen hier einzelne Punkte aus dieser Guideline darstellen, diese Punkte, die diagnostiziert werden, die unklar sind, die vor allem zwischen Europa und Amerika relativ kontroversiell gesehen werden. Kurz danach hat auch die Europäische Schilddrüsengesellschaft dann irgendwie Stellungnahmen dazu abgegeben. Die Recommendation 30, Amerika gibt geschlechtsspezifische Unterschiede an. Das sind auch die Assays, die in den Normwerten der Hersteller stehen, die die Labormediziner angeben müssen. Die Europäische Schilddrüsengesellschaft steht noch immer am Standpunkt, dass eine Abklärung ab 10 erforderlich ist. Das zweite ist die Recommendation 52. In Amerika hat man sich zu keiner Aussage durchringen können, soll man bei Schilddrüsenknoten routinemäßig Calcitonin bestimmen. Dieses Panel of American Experts, they cannot recommend either for or against the measurement. Also das ist irgendwie so nicht Fisch, nicht Fleisch. In Europa ist es inzwischen eigentlich schon so, dass man sagt, bei Knoten ist Calcitonin Teil der Routineabklärung. Naja, und dann gibt es da noch das Pentagastrin, wie ich gesagt habe. In Amerika hat es das eigentlich nie richtig gegeben. Manche haben es dann doch irgendwie off-label verwendet. Es
ist die ein völlig anderer Zugang. Es wurde meistens nicht stimuliert. Trotzdem ist jetzt, wie soll man sagen, die Inzidenz an klinisch manifesten medullären Schilddrüsenkarzinomen eigentlich nicht viel anders in Europa, als in Europa, wo großzügig stimuliert, diagnostiziert und auch rausgeschnitten wird. Man weiß noch nicht so recht, was ist der richtige Zugang. Das sind die Stellungnahmen der ATA. Stimulated Calcineurin Testing historically was done. Pentagastrin is not available in the United States and most experts believe that there is rarely a need for stimulated calcitonin. Was ist der Standard in Österreich? Thyroidektomierte mit medullären Schilddrüsenkarzinomen in der Nachsorge wurden normalerweise zweimal basal und stimuliert gemessen. Wenn es negativ war, war das ein Argument für Rezidivfreiheit. ATA gibt es keine Stimulation für die Nachsorge, ETA empfiehlt die Stimulation. Diese komplexen Algorithmen möchte ich Ihnen nur auszugsweise zeigen. Auch die sind aus den amerikanischen Richtlinien. Sie sehen hier, was ich schon angesprochen habe, dass man alle 6 Monate basal Calcitonin und carcinoembryonales Antigen bestimmen soll. Und hier geht es um diese Doubling Time. Diese Doubling Time, die bei den basalen Werten in der Nachsorge des medullären Schilddrüsenkarzinoms irgendwie einen größeren Stellenwert kriegen wird, schon hat und kriegen wird. Und das ist auch ganz interessant. Die Amerikaner sagen, bis zu einem Calcitonin von 150 muss man eigentlich nichts machen. Alle halben Jahre ein Ultraschall, Additional Imaging may be considered. Ganz anderer Zugang als in Europa. Tumormarker Doubling Time gibt es inzwischen viele Arbeiten. Ich habe hier aus dem Thyroid Research als europäischer Patriot jetzt hier eine zitiert. Gibt es jede Menge inzwischen. Und ich möchte Ihnen jetzt noch aus der Arbeitsgruppe von Henning Tralle, zwei Chirurgen, Andreas Machens und Henning Tralle, Arbeiten vorstellen, die sehr viel über das Calcitonin geforscht haben, von chirurgischer Seite und da alle 2 Jahre im JCIM irgendwas publiziert haben. 2005, was war der Sukkus? Präoperativer basaler Calcitoninspiegel bestimmt das Resektionsausmaß und ist auch die Basis der postoperativen Kontrollintervalle. 2008, niedriger Anstieg nach Pentagastrinstimulation ist ein Ausdruck einer noch frühen Differenzierung. Medulläre Karzinome, die so sich erst langsam dedifferenzieren, steigen nicht so hoch an in der Stimulation wie schon solche, die eher entdifferenziert sind. 2010 bei den meisten neu diagnostizierten medullären Karzinomen mit Basalwerten über 200 muss man auch die ganzen Lymphknoten mit rausnehmen, um Folgeoperationen zu reduzieren. Und im letzten Jahr, meduläre Mikrokarzinome haben ein hohes Risiko für Lymphknotenmetastasen und auch für postoperatives erhöhtes Calcitonin. Also nicht nur die großen Karzinome, sondern auch die Mikrokarzinome. Gestatten Sie mir noch ein paar Worte zum Thyreoglobulin, der klassische Tumormarker für die Schilddrüse. Da gibt es nicht so viel Neues, da ist eigentlich vieles klar. Was ist Thyreoglobulin überhaupt? Wird von den Thyreozyten synthetisiert und ins Follikellumen abgegeben. Wird gebraucht für die Speicherung von Schilddrüsenhormon und es ist normal, dass jemand, der eine Schilddrüse hat, Thyroglobulin im Serum hat und dieses nachzuweisen ist. Und es ist unterschiedlich hoch. Bei Zellzerfall ist der Thyroglobulinspiegel höher und der TG-Spiegel im Serum ist auch TSH abhängig. Thyroglobulin ist ein ausgezeichneter Tumormarker für das differenzierte Schilddrüsenkarzinom. Wenn die Schilddrüse herausgeschnitten wurde und mit Radiojod nachbehandelt wurde, dann muss das Thyroglobulin null sein und nicht nachweisbar sein. Es ist ein Hinweis auf Hyperthyreosis factitia bei der missbräuchlichen Einnahme von Schilddrüsenhormon, wo sie zu einer Überfunktion kommen, in der Szintigraphie ebenfalls eine Blockade der Schilddrüse zu sehen ist, können Sie so von einer Zellzerfallshyperthyreose die Differentialdiagnose machen und bei der konatalen Hypothyreose kann man es auch brauchen. Wo man es nicht brauchen kann, es ist kein präoperativer Tumormarker. Ich glaube, das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, es ist kein präoperativer Tumormarker. Ich möchte auch noch ein Dia zur Thyroglobulin-Wiederfindung bringen. Es ist eine Qualitätssicherung des gemessenen Wertes, weil wie schon der Dozent Exner gesagt hat, bei hohen Spiegeln und Antikörpern sind Fehlmessungen möglich. Wie geht das? Die Probe wird mit einer definierten Thyroglobulinmenge versetzt. Und ist die Wiederfindung gestört, kann der gemessene Wert nicht beurteilt werden. Was sind die neuesten Entwicklungen beim Thyroglobulin?
Man hat sich nun im Zeitalter des rekombinanten TSH, wo man das TSH in der Nachsorge stimulieren kann, mehr oder weniger gibt es sehr viele Hinweise drauf, oder ist jetzt der Trend der, dass wenn bei thyroidektomierten Radiottherapierten in der Nachsorge kein stimuliertes Thyroglobulin mehr gemessen werden kann, diese Patienten als geheilt betrachtet werden können. Und die zweite Sache ist, dass die Thyroglobulin-Antikörper stärker ins Blickfeld als Tumormarker kommen. Sie sehen hier ein Tier von der Karen Spencer, wo die Thyroglobulin-Antikörper immer wieder, wenn es ein Rezidiv gibt, ansteigen. Auch die Thyroglobulin-Antikörper scheinen ihre Berechtigung als Tumormarker zu haben. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich stehe für Fragen zur Verfügung.